Ich habe abgespaced den Podcast getestet und dort erfährt man viel über den Weltraum. Also ich fand schön, dass die Kinder Sachen erzählen, die man vielleicht davor noch nicht wusste oder ob es die Sachen auch wirklich in echt gibt. Und was ich gut daran finde, dass es nicht nur die Podcast-Sprecherin gibt, das wäre ein bisschen langweilig, sondern auch andere Figuren, wie zum Beispiel ein Roboter Spacey, der dort immer vorkommt. Und der Podcast wird von Erwachsenen sowie Kinderreportern geführt, wodurch er für Kinder leichter zugänglich wird. Er ist insgesamt schön gestaltet, sehr umfangreich und auch gut verfügbar über viele verschiedene Streamingdienste. Anspruchsvolle Themen werden verständlich aufgearbeitet und machte selbst unserer Jury Lust, mal reinzuhören. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein Podcast sowie ein Hörbuch auch einfach nebenbei gehört werden kann.